Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf Hyperframes. Toll, dass du wieder eingeschaltet hast und dich für das neue Video interessierst. An meiner Seite habe ich heute den Pyro-Kaiser. Grüß dich. Grüß dich. Glück auf. Ach, Glück auf. Ja, wir sind im Erzgebirge. Ihr seht es richtig. Ja. Und wir haben vorige Woche ein kleines Paket zugeschickt bekommen vom Fabian, vom Selfmade Pyro, der gesagt hat, ich habe meinen Bombenrohrständer weiterentwickelt, sprich die 2.0. Möchtet ihr das gerne mal ausprobieren? Und da wäre mir ja schön blöd, wenn wir da sagen würden, nein. Genau. Bleibt dran, denn am Ende könnt ihr auf alle Fälle noch was gewinnen. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Video. Los geht's! So, zurück vom Intro, wenn wir jetzt das Paket mal öffnen. Oh, hier haben wir ja Knallbonbons drin, oder was? So, ich sehe schon schöne Geschenke für euch zu Hause. Wir haben hier 5 Gasbrenner bekommen vom Selfmade Pyro mit seinem Logo drauf. Wie könnt ihr gewinnen? Das erzählen wir euch am Ende des Videos. Sollt ihr noch ein bisschen dranbleiben. So, Christian, was haben wir denn noch Schönes drin? Sticker. Sticker? Sticker. Stickerbuch oder was? Stickerbuch. Pyroweb. Beim Pyroweb. Was ist da noch? Selfmade. Oh, mit Visitenkarte auch schön. So, gib mal her, ich geh mal vor für die Kamera, da kann ich das mal zeigen. Ja. Die kennt ja jeder, ne? Pyroweb. Bögen von Mars. So, hier haben wir noch mal ein paar Visitenkarten von Selfmade Pyro. Und hier haben wir noch ein paar Aufkleber von Selfmade Pyro. Wie gesagt, bleibt dran, am Ende des Videos könnt ihr noch etwas gewinnen. So, mein Freund. So. Da ist das gute Stück. Da ist das gute Stück, okay. Also, der Fabian hat mich gebeten, was zu sagen. Und zwar, die Laschen sind jetzt größer geworden und stabiler auf alle Fälle. Aber am besten, ich komme mal nach vorne, da könnt ihr das besser sehen. Vielleicht gehst du auf die andere Seite, Christian. Ja. Sprich, die Halterungen sind größer geworden für die Bombenrohre. Kann also nichts mehr so leicht rausfallen. Es müsste auch jede Größe reinpassen. Und so einen netten Magnetchen dran. Dann haben wir hier so einen netten Magnet. Sprich, wenn das einmal zugeklappt ist, kann es nicht so leicht wieder aufgehen, wie es beim letzten Mal der Fall war. Dann sind hier die Laschen größer geworden, wo die Litze durchkommt. Das hat sich auf alle Fälle verändert. Und dann haben wir hier noch die Verschleißschiene. Sprich, wenn die Litze hier durchbrennt, brennt sich das nicht mehr ans Holz ein, sondern da hat er jetzt ja so eine Aluschiene drüber gemacht. Was ich echt geil finde. Ja, das sieht man. Ja, das kann man schon sehen. Sieht man jetzt ja. Ja. Das passt schon. Ja. Und ihr habt noch Glück. Gleich kommt der Zug. Gleich kommt der Zug. Das wollten die Leute jetzt alle wissen, dass jetzt der Zug kommt. Ja, ist aber schön. So, Freunde, das Ganze haben wir nicht nur einmal. Das Ganze haben wir zweimal. Wie gesagt, wir bestücken das jetzt mal. Blenden euch gleich nochmal Fotos ein, wie das aussieht, bestückt mit Bombenrohren. Und nachher machen wir noch eine Zündung und dann können wir euch nochmal unser Fazit zu der ganzen Sache sagen. So Freunde, wir haben jetzt mal den Bombenrohrständer bestückt. Hier oben haben wir ganz normale Flashbangs von Nico drinne. Unten haben wir die Thunder King drin und da ist schon aufgefallen, dass die einfach einen großen Fuß haben. Und ihr seht es schon, die passen nicht richtig rein hier. Ja? Also man kann jetzt nicht, wie hier drüben bei Nico, alle nebeneinander setzen, sondern, ja, das wäre jetzt mal nur bei denen, das ist irgendwie ein bisschen grenzwertig, aber es lässt sich trotzdem schließen, aber das Magnet funktioniert nicht so richtig. Weil dann nicht, also da muss man auf alle Fälle nochmal nacharbeiten. Das sind einfach die Abstände von den Halterungen hier unten, die sind einfach zu knapp gesetzt. Entschuldigung, ich wollte dir das jetzt nicht ins Gesicht schmeißen. Ja. Ein kleines bisschen größer machen. Wie gesagt, wir testen das Ganze jetzt und zeigen euch das dann nachher nochmal nach der Zündung. Bis dann. So Freunde, im Zeitalter der Technik ist es uns gelungen, jetzt gerade den Fabian, sprich den Selfmade Pyro, nochmal persönlich an die Strippe zu kriegen. Wir haben jetzt gerade nochmal WhatsApp, wie sagt man denn?
WhatsApp, Video-Chat gemacht und haben ihm halt das Problem gezeigt, was wir haben, ja, dass das halt nicht so richtig passt. Und dann hat er gesagt, okay, das wird er berücksichtigen. Allerdings hat er natürlich jetzt schon einige Dinge vorgefertigt, sprich so 30 bis 40 Stück sind schon fertig gemacht worden. Wir haben aber jetzt mal probiert, einfach zwischen die Thunder King einfach mal so ein paar Flashbangs reinzusetzen und das hat einwandfrei funktioniert. Also jetzt schließt das auch wieder richtig und hat Hand und Fuß. Ja, den ganzen Ständer könnt ihr bei selfmade.de im Shop erwerben. Kostet so um die 12 Euro etwa, hat er gesagt. Das ist ein fairer Preis. Würden jetzt mal die Zündung durchführen und würden euch danach mal zeigen, welche Spuren die letzte hinterlassen hat und wie zufrieden wir sind. Da gibt es dann gleich noch das Fazit und dann gibt es selbstverständlich noch das Gewinnspiel. Also bis gleich, Jungs. Viel Spaß. So, Freunde, das war also der Bombenrohrständer 2.0 dieses Jahr 2019 von Selfmade Pyrot. Wenn euch das Ganze interessiert, dann geht einfach mal auf selfmadepyro.de oder selfmade-pyro.de, müssen wir mal gucken. Ihr werdet es auf alle Fälle bei Google finden. Wie gesagt, der Ständer kostet um die 12 Euro. Das ist ein guter Preis. Ja, finde ich auch. Ihr habt gesehen, es kann nichts passieren. Die Bombenrohre stehen bombenfest. Auch bei Wind, da passiert nichts. Es haben alle gezündet. Ja. Ja. Ansonsten, wie gesagt, einen Verbesserungsvorschlag hätten wir noch mit diesen Krallen, dass die vielleicht noch ein bisschen auseinandergehen, dass man halt verschiedene Größen dort reinschieben kann. Dann kann man halt anstatt 10, macht man halt bloß 8 rein oder so und dann, weißt du? Ja, brauchen wir ein bisschen länger lassen. Ja. 5 cm länger und ja, dann genau. Wir haben aber gesagt, ihr könnt noch was gewinnen. Hm. Gewinnen könnt ihr noch 5 Sturmfeuerzeuge von Selfmade Pyro. Hm. Verschiedene Visitenkarten vom Christian, von mir, vom Selfmade Pyro. Verschiedene Sticker von Selfmade Pyro, vom Pyro Kaiser und von mir. Von PyroWeb haben wir noch diese Stickerbögen, die könnt ihr auch noch mitgewinnen und gewinnen werden 5, oh, heute sieht man schön meine Brandblase, 5 Zuschauer können gewinnen. Das ist doch was. Was müsst ihr machen? Ganz einfach, schreibt uns einfach einen Kommentar unter dieses Video und ist egal, was ihr reinschreibt. Natürlich würden wir uns sehr freuen. Worte, ja, eure Fazit zu dem Ständer, richtig, gar nicht mich würde mal interessieren, ob ihr diejenigen seid, die sich so einen Bombenrohrständer kaufen werden. Also ich würde es mir holen aus dem einfachen Grund, weil es einfach sicherer ist. Ja. Wie gesagt, das Ding kostet um die 12 Euro, was völlig in Ordnung ist. Ja, wie gesagt, unten kommentieren. Auslosung ist, heute haben wir den 3.11. Ich würde sagen, in der Woche haben wir den 10.11. Im Laufe des Tages werde ich bekannt geben, wer die Gewinner sind. Und würde mich echt freuen, wenn ihr da richtig viel mitmacht. Unten in der Videobeschreibung seht ihr nochmal von Selfmade Pyro den Online-Shop, wo ihr vorbeischauen könnt. Unbedingt vorbeischauen. Ich werde auch nochmal den YouTube-Kanal von Selfmade Pyro verlinken und selbstverständlich findet ihr auch vom Pyro-Kaiser den Kanal unten. Ja, in diesem Sinne bleibt uns eigentlich nichts weiter übrig, als euch noch eine schöne Woche zu wünschen, weil das Video kommt in der Woche raus. Genau. Wenn ihr mehr sehen wollt, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja, ansonsten, wie sagt man immer, bleibt sauber und gesund. Macht nichts, was wir nicht auch machen würden. Tschüssi und bis bald, sagen euer Pyro Kaiser und Onkel Hyperframes. Ciao. Bis denn.